Folge 1. Eisen aus Eis. Die Forrester-Ländereien, der Königsweg. Ja, Folge 1, aber wir sind hier jetzt schon in Part 2. Und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Let's Play The Game of Thrones von Telltale. Ja, unser junger Geralt hat ja das Schwert seines Lords an sich genommen, um es... da ist Blut. Blood. Blood. Hat er gerade Blut gesagt? Auf Deutsch? Krass. Fresh. Noch frisch. Was ist hier passiert? Ein Schwein. Ist das Blut von diesem Schwein? Ich denke doch mal. Rauch im Firmament, das ist aber sehr merkwürdig. So, was haben wir denn hier noch alles? Was denn? Eine Kutsche. Ja, keine Interaktionsmöglichkeit, dann halt da mal eine Interaktionsmöglichkeit. Sehen wir uns den Wagen mal an. Relativ verwüstet. Das war es, Kar. Ach ja, stimmt. Unser Geralt war ja ein Schweinehirt oder der Sohn eines Schweinehirten. Lord Bolton better give us fucking titles for this. Hä? Winter may be coming, but at least he'll have his bacon. Ja, wir haben seinen Speck. Oder die haben seinen Speck. Okay, gehen wir mal näher ran. Oh, zurück kann ich gar nicht mehr. Wieso tötet ihr die Schweine, ihr Schweine? Okay, wir gehen mal näher ran. Hallo. Oh, sie... Come along, boy. There's nothing for you here. Father. I said move on. Ich renne mal zu Papi. I recognize you. You're a Forester Squire. Former Stark Bannermen have no claim on land anymore. Or haven't you heard? The Starks are dead. Ja und? Where'd you get that sword? Das geht dich in Scheißdreck an. Not a chance that sword is his. Must have stolen it. Out here by himself. Das geht dich gar nicht an. None of your fucking business. Genau. We're gonna feed you to the fucking pigs. Oh, ich glaube, das Schwein ist ein bisschen zu schwer und groß für uns. That sword's too big for you, boy. You can barely pick it up. Get off my land. This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new warden of the north. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Whoa. Daneben. No. Was habt ihr mit meinem Vater angestellt? Ihr dreckigen Schweine. Verschwinde hier. Fuck you. Okay. Jetzt hau ich auf. Oder du mir. Und nochmal. Oh, mein Schwert ist weg. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Heugabel? Axt. You really are a pig farmer, aren't you? Ich nehm die Heugabel. Bam! Oh, voll in den Hals. Eieieiei. Okay, daneben. Du kriegst mich nicht. Willst du in ihn laufen? Oh, wie süß ist das Spiel? Yeah! Shoulderblock, Spear! Das tut weh! Das wird dir leid tun! Ich werde dir in den Arsch treten!
So, Freundchen. Mercy, please. I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. I was only fooling you. Ja, gut. Recht hat er ja. Ja, komm, wir lassen Gnade walten. Lauf. Thank you. Lord Whitehill will see you hang for this. Ach, halt den Jabbel und hau ab. Hau ich dir mit dem Schwert noch einen auf deinen Schädel, du. Aber mit der flachen Seite. Kapisch? Father? Garrett, you survived. Yup. Your sister. Was ist mit ihr? She had... Oh. I tried to stop them. Dafür werden diese elenden Schweine bezahlen. I'll kill the men who did this. Rache, blutige Rache. Würde ich jetzt mal denken, dass er jetzt blutige Rache schwört. Zumindest würde ich das jetzt so machen. Eisenrath. Festung des Hauses Forrester. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Das ist, was ich brauche, das ist mein Arzt für mein Bein! Garrett! I was too late. They were already dead. Bring the Maester! Meet us in the Great Hall! Quickly! Two Whitehill soldiers and a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. Die war erst acht? This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. Blade cut deep, but I should be able to save your leg. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. Ja, aber ich habe keine Wahl. They attacked me. I had no choice but to defend myself. Of course. And we can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Pardon? Hold the wound open for me, would you? Wie geht? Boah, jetzt ist eklig, Alter. Jetzt kommen wir noch mal rein. Die Maden fühlen sich dazu. To lose the Lord of the House and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Oha, gib mir wenigstens einen Holz. For me, will you? Klotz, dass ich draufbeißen kann. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Der war ganz woanders. Couldn't handle himself.
He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. Roderick had already fallen. There was nothing we could do. Well, I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Die Maden da drin, die jucken ein bisschen. Siehst du? Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Ah, okay. Oh, da haben wir was zum Anklicken. Klicken wir mal, da brauchen wir nichts zu drücken, groß. Dann brauchen wir uns nicht bewegen, dann läuft der Charakter ja Gott sei Dank alleine hin. Ja, das nennt man Stuhl. Ey, das ist ein schöner Stuhl. Okay, was haben wir? Ah, da rechts sehe ich auch noch was. Fenster. Gucken wir uns das Fenster mal an. Könnte mal wieder geputzt werden. Ja, ein dreckig. Aha. Ich möchte ganz gerne hinter dem... Okay, geht's nicht. Ich wollte mal hinter dem Stuhl herlaufen. Haben wir hier noch irgendwie großes Fenster, kleines Fenster? Das... Ah, wir können uns das Bild angucken. Den Wandteppich. Aber ein großes Poster. Das gibt's bestimmt nicht auf Amazon. Miller. Still in King's Landing, I suppose. Although, King's Landing? Das kennen Sie bring her home. Und ich kenne nur ein paar Folgen. Talia und Ethan. I suppose Lord Ethan now. Der kleine Lord, wer ist das? Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Oh. Wer ist das? Lady Forrester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forrester myself. Und wer ist das? Ryan. Ryan? Never easy being the fourth born son. Lord Forrester, it was an honor to squire for him. Gregor the Good. Gregor der Gute? Roderick, he was our best warrior by far. Ah, ja. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine, Maestro Tengrin. Look, I'll show you. Okay, was hat er noch? Medizinische Bedeutung. Sehen wir uns auch mal an. Okay, was haben wir da? Kräuter. Nehmen wir alle mit. Mopseln wir ihm erstmal direkt vor der Nase weg. This might help. Wird wahrscheinlich noch für irgendwas gut sein. Bandagen auch mitnehmen.